Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach beginnt mit dem wunderbaren, strahlenden Jauchzet frohlocket. Die Pauke hat das erste Wort, dann Oboen und Flöten, dann setzen die Streicher ein, die Trompete glänzt und dann der Chor. Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage. Es ist für Christinnen und Christen immer ein Jauchzen wert, dass das Kind geboren wird, der Erlöser. Auch in finsteren Zeiten, gerade in finsteren Zeiten. Gerade in finsteren Zeiten kann die Erinnerung uns lebendig halten, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, und kann das Versprechen uns stärken, dass das auch für uns gilt. Bachs Weihnachtsoratorium bietet eine ganze Fülle an lautstarkem Lobgesang. In der ersten Kantate ist es ja nicht nur der Eingangschor Jauchzet, frohlocket, sondern auch die Bassarie Großer Herr und starker König. In der zweiten Kantate der Chor der Engel, Ehre sei Gott in der Höhe. In der dritten schließlich der Eingangschor Herrscher des Himmels, der am Ende der Kantate wiederholt wird. Höre der Herzen frohlockendes Preisen, wenn wir dir jetzt so die Ehrfurcht erweisen, weil unsere Wohlfahrt befestiget steht. So endet dieser Chor. Aber das Weihnachtsoratorium hält auch ganz andere Aussagen und Bilder bereit. Wie soll ich dich empfangen? Und wie begegne ich dir? Du Hirtenvolk, erschrecke nicht, weil dir die Engel sagen, dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein. Schaut hin, dort liegt im finstern Stall, des Herrschaft gehet überall. Er ist auf Erden kommen arm, dass er unser sich erbarme. Wir hören sie wohl, diese Texte in den Arien, Rezitativen und Chorälen. Aber wenn das Weihnachtsoratorium vollständig aufgeführt wird, sind dies zwischen dem Strahlen und Jubeln doch eher Zwischentöne. Wir leben jetzt in schwierigen Zeiten. Dabei wollen wir nicht übersehen, es könnte alles noch viel, viel schlimmer sein. Aber es ist derzeit schlimm genug und wir alle hoffen, dass es bald wieder besser wird. Wir hoffen es für die Alleingelassenen, die Überforderten, die Orientierungslosen, für die schwer Erkrankten und Sterbenden, für die Angehörigen derer, die leiden müssen. Sie und wir alle haben Erbarmen und Erlösung nötig. Wir haben sie immer nötig, aber vielleicht spüren wir es zurzeit stärker als sonst. Daher wollen wir das Weihnachtsoratorium in diesem Jahr einmal anders aufführen. Die großen Chöre, die am besten von großen Chören gesungen werden, lassen wir weg. An die Stelle des Eingangschors rückt ein anderer Choral von Johann Sebastian Bach. Kyrie, Gott, Vater in Ewigkeit. Es ist ein wundervoller Text, den Bach hier vertont hat. Kyrie, Gott, Vater in Ewigkeit. Groß ist dein Barmherzigkeit,
aller Dingen ein Schöpfer und Regierer, Eleison. Christe aller Welt Trost, uns Sünder allein hast erlöst. O Jesu, Gottes Sohn, unser Mittler bist in dem höchsten Thron. Zu dir schreien wir aus Herzensbegier, Eleison. Kyrie, Gott, Heiliger Geist, tröst, stärk uns im Glauben allermeist, dass wir am letzten End fröhlich abscheiden aus diesem Elend. Eleison. Es ist ein kleines Glaubensbekenntnis. Gott, der barmherzige Schöpfer der Welt, Christus als Erlöser, zu dem wir aus Herzensbegier schreien, und der Heilige Geist, der uns tröstet und stärkt und uns beim Sterben hilft. All das umrahmt von der Bitte um Gottes Erbarmen. Einige Chöre und Arien fallen also weg. Auch das Orchester ist stark reduziert und die Orgel übernimmt die fehlenden Stimmen. Es spielt ein Streichquartett statt mehrfach besetzter Violinen, Bratschen und Violoncelli. Kein Kontrabass. Eine Oboe statt zwei. Eine Flöte statt zwei. Kein Fagott. Keine Trompete. Keine Pauke. Und selbstverständlich, wie merkwürdig klingt das, aber zurzeit ist es wirklich selbstverständlich, kein Chor. Eigentlich hätte diese Aufführung ein Mitsingkonzert sein sollen. So wie es in Luzern schon Tradition hat, ein Singalong. Der Franziskanerchor hätte eingeladen und alle, die wollten, hätten sich zum Mitsingen anmelden können. Jetzt können Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im besten Falle ganz für sich zu Hause und an einem schnöden Bildschirm zu Mitsängerinnen und Mitsängern werden. Hoffentlich kommen bald wieder andere Zeiten. Weihnachten wird es trotzdem. Die Kirchen müssen nicht voll sein, damit uns weihnachtliche Gedanken kommen. Auch wenn es schön wäre, mit der Gemeinde feiern zu können. Und wir müssen nicht mit Pauken und Trompeten jauchzen und frohlocken. Denn er ist auf Erden kommen arm, dass er unser sich erbarm. Kyrie eleison. Thank you.
begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt der Schätze führte, und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Haupte und Geschlechte David war, auf das er sich schätzen ließ mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und wird der Held aus David stammen.
Thank you.
Thank you.
Schon sprachen die Hirten untereinander, dass er uns Thank you.
das Kind in der Krippe liegen. Was sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches du ihnen von diesem Kind gesagt hast. Und alle, für die es kam, wunderten sich ihr Rede, Thank you.
Mm-hmm.